Hallo, schön, dass ihr uns gefunden habt. Technik für Kaufleute in Deutschland wird ja nicht so oft angeboten und schon gar nicht als Videokurs. Entstanden ist unser Kurs aus vielen zahlreichen Präsenzveranstaltungen, die jetzt letztlich durch Corona dann tatsächlich auch online durchgeführt werden. Und insgesamt werden hier ca. 60 Unterrichtseinheiten technische Inhalte gelehrt. Die wesentlichen Themen, über die wir sprechen, sind Zeichnungslesen, Werkstofftechnik, Fertigungstechnik, Energietechnik und die Elektrotechnik. Aber lesen könnt ihr alleine. Wir benutzen als Arbeitshilfsmittel natürlich unsere eigenen Unterlagen. Darüber hinaus das Tabellenbuch Europa Metall und die entsprechenden Fachkundebücher aus dem Europa Verlag eben auch für Metall. Zwingend notwendig ist das Tabellenbuch Europa Metall, damit wir damit tatsächlich auch die entsprechenden Dinge nachschlagen können, über die wir hier sprechen. Der Kurs ist so konzipiert, dass ihr entweder einzelne Tagesseminare mit den entsprechenden Themenfeldern buchen könnt oder aber eben auch das Gesamtpaket, um dann den gesamten Inhalt, der hier gelistet ist, dann tatsächlich sich anzuschauen und nachzuvollziehen. Wie das im Einzelnen abläuft, könnt ihr jetzt im Folgenden sehen. Und haben dann hier die entsprechenden Benennungen und auch die entsprechenden Werkstoffbezeichnungen mit den Normteilen und so weiter entsprechend ergänzt. Gegebenenfalls hier hinten noch ein paar Bemerkungen rein und fertig. So ist es gewesen. Das war ja auch mehr oder weniger erstmal nur so ein Kennenlernunterricht nach dem Motto, naja, mal sehen, was er so zu erzählen hat. Irgendwas wird er schon von sich geben. Aber im Grunde genommen sehen wir hier die Positionsnummern, die dann die einzelnen Bauteile beschreiben. Und so mehr oder weniger habe ich auch versucht zu erklären, was denn in diesen entsprechenden Wälzlagern so drin ist. Das, was ich das letzte Mal so schwerlich, also nur übers Google-Zeug zeigen konnte, das kann ich natürlich hier jetzt genau zeigen. So ein Kugellager, das ist gewissermaßen immer aufgebaut aus einem Außenring, einem Innenring. Und das Ding heißt dann, ich weiß gar nicht, wie nennt man sowas dann? Die Maßlinie. Vertrau mir, sage ich immer, ne? Maßlinie. Maßlinie. Nur um diese Begriffe mal loszuwerden, weil das ist ja, das sind also eigentlich ehrlich gesagt nichts anderes als Vokabeln, die wir benutzen. Und diese Maßlinie, die stellt sozusagen die Verkörperung, ja, oder gibt letztlich die Größe des Körpers an. Und du hast es ja jetzt auch schon gesagt, das geht hier irgendwie um was Rundes. Denn eigentlich siehst du schon, was hier jetzt so als zwei Linien erscheint, ist in Wahrheit ja hier außen rund. Einverstanden? Wissen dabei. Und hier siehst du das schon. Hier siehst du die Freistiche. Einverstanden? So. So, und genau. Und wenn du jetzt ganz ehrlich bist, dann müsste hier eigentlich auch stehen, warum das so ist. Hier steht nämlich, für weiter zu bearbeitende Zylinderflächen. Sind wir uns einig? So, und weiter zu bearbeitende Zylinderflächen, das habe ich doch mal hier, das verstehe ich schon. Oder auch hier vorne, weißt du, da sehe ich das ja. Da will er schleifen und will Passmaß machen, dass es alles sauber passt und so weiter. Alles super, habe ich ja kapiert. Aber warum da, wo das Kugellager eingebaut wird, spielt doch wirklich keine große Geige, oder? Aber hier sehe ich ja, dass das Kugellager soll irgendwo auf einer Welle montiert werden. Und dann siehst du schon, es soll ja passen und es soll nicht klappern, was es hier vorne ja tut. Ja, einverstanden? Also so bauen wir keine Kugellager ein. Die sind Präzisionsteile, die sollen wirklich exakt laufen. Naja, und dann muss natürlich jetzt hier der Wellendurchmesser immerhin so groß sein, dass es auch stramm drauf sitzt und also dann eine echte Lagerung möglich wird. Einverstanden? Ich will also nicht sowas haben hier, dass das da irgendwie hin und her schwappert. Weißt du, das hier, das will ich alles nicht haben. Sondern ich will wirklich, dass es sauber drauf sitzt. Es soll montierbar sein. Und dazu brauche ich Passungen, die praktisch das Spiel zwischen den Bauteilen zueinander irgendwie regelt. Also das ist RT. Das ist die Rautiefe, hat er gesagt. Okay, schreibst du mal hin. Rautiefe ist eigentlich das Maximale, was er so hat. Rautiefe. Rautiefe. Tiefe. In unserem Fall, ja, müsste man jetzt ja ein Messgerät haben, mit dem man das tatsächlich dann ausmessen könnte, richtig? So, und ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie soll ich denn jetzt hier weitermachen, verdammt. Mach doch mal, was du geschrieben hast. Du willst den RZ-Wert erklären. Okay. Dann macht man Folgendes und sagt, eigentlich die Rautiefe ist nicht repräsentativ für eine Oberfläche. Warum denn nicht?
Na, stell dir mal vor, die wäre arschglatt und dann hätte sie nur eine einzige Kratzerkiste da drin. Verstehst du, was ich meine? Ganz genau, das wird gedreht. Das wäre drehen. So, aber wir sind ja noch gar nicht so weit, als dass wir hier alles jetzt im Einzelnen schon besprechen wollten. Aber hier suche ich dann doch mal das Verfahren drehen heraus, oder? Und wenn ich etwas rund machen will, so wie das hier zum Beispiel, das hier, dann rede ich vom Längsdrehen. Einverstanden? Längsdrehen ist, wenn ich gewissermaßen mit meiner Klinge so übers Material fahre. Bauteil dreht sich und so weiter. Wenn ich diese Fläche hier vorne herstellen will, dann heißt das Plandrehen. Einverstanden?